Großherzig, intelligent, sensibel. Jan Böhmermann war zweifelsohne einer der besten Künstler und Menschen der Welt. Seine einzige Schwäche waren sein gutes Aussehen, sein sehr großer Penis und seine Bescheidenheit. Und gestern war es dann soweit. Ich bin beim Versuch Analsex fremdgehen, plötzlich Ebola, Fisting und später im Krankenhaus meinen so leicht erhöhte Temperatur Verletzungen erlegen und viral gestorben. Für mich ist Jan Böhmermann ganz klar in einem Atemzug zu nennen mit Markus Lanz und Bundeswirtschaftsminister. Mir war klar, dass er irgendwann stirbt. Geschmackvoller Fernsehhumor für die ganze Familie. Dafür stand der Name Jan Böhmermann oder Captain Cool bzw. Dalai Böhmi, wie ihn seine engsten Vertrauten nannten. Captain Cool hat seine Mitarbeiter nie ohne Grund geschlagen. Nein, also Captain Cool hat mir nie am Kopierer seinen Ellenbogen gegen meinen Busen gedrückt und dabei laut gestöhnt. Also, das ist nie täglich passiert. Auch andere Prominente ließen ihrer Fassungslosigkeit und Trauer über den Tod Böhmermanns im derzeit beliebtesten sozialen Netzwerk Mega-Pega freien Lauf. Mein Privatleben habe ich ja zu Lebzeiten stets von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Erst jetzt nach meinem Tod kam heraus, dass ich 4 bis 5 Jahre lang mit K1 zusammenlebte. Gemeinsam hatten wir Emoticons und Peeling-Perser Katzen. Zwar verbrachte Böhmermann viel Zeit in Fernsehstudios, doch richtig blühte er erst woanders auf. Ah, das ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Also, als ich noch nicht tot war. Es ist aber echt, es ist auch schön hier. Schön ist das hier. Finanziell hat das geschäftstüchtige Vermarktungsgenie und erfolgreiche Werbetestimonial Jan Böhmermann zeitlebens stets gut vorgesorgt. Und mit der Veröffentlichung dieses auch von Kritikern hochgeschätzten Bestsellers mit dem Titel Spiegel Online hat sie runtergeschrieben, 7,2 Punkte, gelang mir der lang ersehnte Durchbruch als Autor ernstzunehmender Belletristik. Ein Millionenerfolg. Joachim Sunshine Miracle Böhmermann, so der bürgerliche Name von Jan Böhmermann, war ein Menschenfreund und Lebemann. Tja, und jetzt bin ich tot. Ausgezeichnet mit dem Fuck you, YouPorn Preis, dem Marcel Magic und Simon Spectacular Preis, dem Au, mir ist der Hoden rausgefallen. Dynamite! Preis für mein Lebenswerk und einem Oscar für die beste Hitler von Katan in dem Film Spekulatio, der Stiefelbarbo. Unter der Regie von Quentin Tarantino. Und dass ich als Jugendlicher mal 13 Jahre Mitglied in der verfassungsfeindlichen Organisation Mediakraft durch Freude, Mossi Mossi war, interessiert doch nach meinem Tod keine Sau mehr. Wenn man stirbt, kommt man nicht mehr wieder.